Moin und willkommen zurück bei Panzer Corps 2. So, Fall Gelb sieht die Invasion in Frankreich mit einer Zwangszangwährung vor. Ein Flankenangriff wird durch die Ardennen erfolgen, während ein zweiter Angriff gegen Belgien lediglich als Ablenkungsmanöver dienen soll. Achtung, bei Sedan sind schnelle Blitzkriegangriffe vonnöten, um feindliche Verteidigungsstellungen zu umgehen. In Belgien müssen gut vorbereitete Verteidigungsstellungen direkt angegriffen werden. Oh. Sedan oder Belgien? Ich hätte schon Bock auf Belgien mit den fetten Angriffen. Ich greife Belgien an, da haben wir auch belgische Gegner. So. Hey General, it is good to see you in Aachen once again. I don't have time for pleasantries though. We have a serious situation on our hands. As you may have heard, our plans to attack the Low Countries fell into Allied hands. But it was decided that you will be attacking Belgian positions to the west regardless. But I assure you, this is no suicide mission. Rather, a clever diversion to make the enemy think they know what we are doing. To that end, you will need to launch a frontal attack against consecutive river defense lines. The first obstacle is here, on the Moose River. To assist you, a special detachment of Fallschirmjägers have been deployed to assault the fortress at Eben-Emal. After Liege, you will then need to cross the Diel, and then approach your main objective at Brussels. Expect major resistance to your efforts, so a slow and steady advance is recommended. Only limited enemy reinforcements should interfere, though, as our main attack through the Ardennes cuts the Allied lines behind them. Fight bravely, Herr General. Okay. Gucken wir mal, was sieht da relativ. Hier sind die falschen Jäger. Entwerfen. Gut. Und wieder ein Meier. Zäh, die Einheit kann nicht mehr als die Hälfte ihres Stärke-Maximums um einen Angriff verlieren. Das ist cool. Den packe ich ja gleich. Achso, jetzt werden wir erstmal nicht aufgestellte Einheiten. Wo ist denn meine Reserve? Genau. 44, 55. Schienentransporter ein. Wie mache ich den jetzt? Aus Reserve schieben, okay. Die Panzer auf jeden Fall wieder. Geht nicht, weil. Punkte voll. Verdammt. Wie viele Einheit hatten der? Erfahrung. Was sehe ich denn das? Ja, toll. Sehe ich nichts. Ein Stern. Dann packe ich den zurück und nehme mir den raus. Den können wir nicht raus. Uns fehlt einer. Schließen. Okay. Na gut. Dann, wo fangen wir denn überhaupt an? Hier vorne. Erstmal gucken wir mal, ob wir den aufrüsten können. Oh ja, mittlerweile gibt es schon andere. Panzer 3F, Panzer 4D. Kostet 270, 240. Der ist besser gegen Infanterie, schlechter gegen Panzer. Verteidigung gegen Panzer ist halt besser. 14, 14. Wen nehmen wir denn jetzt? Der ist kacke gegen Infanterie. Ich nehme den.
So, den nächsten upgraden. Ja. Auch upgraden. Ich nehme mal einen davon. So. Die hat noch keinen Helm. Warte mal, dann mache ich daraus den. Werde ihm noch den Helm geben. So. Werde. Warte mal, Abzeichen? Was für Abzeichen? Ach so. Anders habe ich hier. Aha. Ah ja, gut. Tarnung. Nee, Werdegang. Als hat man 30 Polen im Dienst gestellt. 32 Infanterie, 2 Panzer ausgeschaltet. Auszeichnungen, Angriff, weiche Ziele. Ach nee, das kann er noch kriegen. Okay. So, schließen. Dann würde ich ihn aber ganz gern nochmal Überstärke geben. Da er Upgrade 3. Ach Mist. Das würde gehen. Können wir dann nicht noch eins höher? 2? Geht nicht. So Mist. Naja. So, können wir dich auch noch? Oh ja. Okay. Ach, geht nicht. Das ist ja blöd. Panzerjäger 2B. Könnten wir daraus machen? Ja, die hat 16. Warte mal, Aufklärung. Na komm, machen wir das draus. So. Artillerie aufwerten. Oh, Stuck. Die ist schlechter, die Stuck, okay. Erbeutet. Wir haben was erbeutet. Aha. Ne, warte mal, dann gucken wir mal hier. Ist auch schwächer, die Stück hier. Denn nicht. Wie sieht es mit Flugzeugen aus? Von Jägern kann man gar nichts her upgraden. Und hier. Auch schwächer. Bringt uns also auch nichts. Auch nichts. Gut, lassen wir das sein. Infanterie. Kann man da was aufwerten? Nee. So höchstens. Ach, geht wieder nicht, ey. Und wenigstens auffüllen. Halt, stopp. Zehn, zehn, zwölf, zehn. Da noch was. 2. Und der noch. Okay. Unsere Flugzeuge können wir hier stationieren. Das mache ich auch gleich. Ich hätte gerne jetzt noch die anderen Flugzeuge hier stationiert. So. So, so, gut. Mit der Artillerie würde ich gerne direkt nach vorne preschen. So wie letztens. Was? Was ist denn das für ein Flugzeug? Wie letztens schon. Würde eine Infanterie nach vorne stellen. Würde hier eine Infanterie und
da ein Infanterie. Die falschen Jägertruppen würde ich da und da hinstellen. Panzer, 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 Panzer. Hirten habe ich mich nicht zu befürchten. Panzer. Alle aufgestellt? Jo. Gut. Dann machen wir genau so wie letztens weiter. Im Tal reinen die. Und schon haben sie sich verscheucht. Da ist noch eine Stellung, die würde ich ungern angreifen. So. Greifen wir hier gleich wieder an. Mit dem Bomber. Da scheint anscheinend irgendwas stationiert zu sein. Darauf die Artillerie. Da hinterher. Und 7. Oh, die können wir. Ach, jetzt habe ich die vergessen. Nein. Egal. Weit weg ist es weg. Ich fahre mal hier runter. Guck mal, was da abgeht. 2,5. Ja gut, komm, Angriff. Ha! Er hat sich prompt verzogen. Und zerstört. Zack. Blitzkrieg-Taktik hier. Antwerpen könnten wir dann mit den Fallschirmjägern einnehmen. So, mehr kann ich jetzt auch nicht machen, außer noch ein bisschen vorfahren. Gut, Runde beenden. Was? Ah! Das hast du nicht umsonst gemacht jetzt, mein Freund. So. Rauf im Bunker wieder. 3 2 2 Ach Gottchen, da ist noch ein Flieger. Ich mir mal hier hinten hin. Da gibt es gar keinen. Okay. Ist jetzt meine Stadt.
Moment. Nicht so geklappt. Okay, Runde beenden. Und die hauen ab. Okay. Oh shit. Oh oh. Na. Mach, dass du wegkommst. So. Da, den könnten wir ausschalten. Kriegen wir auch den angegriffen? Kriegen wir auch. Ich glaube, ich würde den jetzt erstmal angreifen, damit der nicht mehr wiederkommt. So. Erledigt. Hatten der für Stats gegen Infanterie 12. Vielleicht können wir den auch besser einsetzen, wenn wir rüber beim Fluss und den Rücken fallen. Mist, dass wir dann leider nicht richtig einsetzen können, ey. Blöd. Alles hiermit? Das sieht machbar aus. Brüssel hat. Obwohl, ihr könnt natürlich auch. Boah, nee. Oh oh. Ein Jäger. Scheiße. Da ist ein Panzer. Nein. Oh, schlecht entschieden. Ah, jetzt kommen die uns dann an. Naja, gut. Ja, da wird aber nichts. Der greift mich echt an. Naja, gut. Was soll er machen? 4-4. Scheiß Bomber. Oh oh. Ah. Gut, das war jetzt blöd blöd gelaufen.
Machen wir den Bunker weg hier. Und schwächen ihn jetzt. Können wir den angreifen? Naja. So. Wieder auffüllen. Wo haben wir jetzt hier ein feindliches Flugzeug gehabt? Da. Angriff. Ha! Perfekt. 2, 4. Oh, hat er nicht eingenommen beim Vorbeilaufen? So ein Mist. Na gut, haben wir schon mal das. Zweifeln. Ja, ist gut gegen Panzer. Okay. So. Jetzt versuchen wir noch die Einheit hier irgendwie ein bisschen in Sicherheit zu bringen. Nächste wäre, wo ist denn der? Kann ich schon mal rüber marschieren hier? Kann die Einheit unterstützen? So, das war's eigentlich jetzt. Oh no! Ah ne, halt, stopp mal. Die sieht ziemlich angeschlagen aus. Schicke ich lieber den Panzer rüber, davor. Den dahin. Mal gucken, ob er die Jäger irgendwie da. Da kann man nicht wirklich was machen. Dann werden wir sie erstmal darüber bringen. So. Und weg ist er. Zack. Genau. Immer schön stunk machen. Ja, auch auf die Artillerie. Auch weg und dem Bomber noch hinterher. Sehr gut. Ich würde ihn so gerne mal hier gleich umrüsten, dass der. Ach nee, ich habe ja keine. Doch, ich habe ja 3 Punkte frei. Perfekt. So, das sieht gut aus. Der repariert sich. Der ist leider zerstört worden. Gut. Ja, haut er gleich wieder ab. Na!